Seid gegrüßt, ihr Abenteurer. Bleibt ein Weilchen unter zu, denn es geht weiter mit Let's Play GTA 2. Wir sind in derselben Mission wie am Ende der letzten Folge, nämlich Bandenkrieg. Und, wie ihr sehen könnt, ist die Uhr schon auf 3 runtergetickt. Tatsächlich habe ich die 50 Krishnas im Vedic-Tempel umfahren können. Das war relativ einfach. Und nun war es so, dass ich dann natürlich einen Sunnybus klauen musste, um jetzt die Russen umzufahren. Das habe ich gemacht. 47 Stück bisher. Jetzt fehlen also nur noch 3. Tatsächlich war das mit den Russen ein bisschen schwieriger, aus dem einfachen Grund, weil die halt die ganze Zeit mit Maschinengewehren auf mich schießen. Jetzt müssen wir nur noch einen umfahren und da haben wir die den Job tatsächlich auch geschafft. Puh. Ja, ich wollte hier eine Vorarbeit leisten, weil wie gesagt, die Mission war einfach zu nervig und zu schwierig auch. Wundervoll, die Krishnas und Kowskis geben sich gegenseitig an die Kehle. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus und zwar schnell. Ach du Scheiße. Okay, ich muss hier weg. Ich muss hier schnellstens weg. Ich sag doch, die sind völlig durchgeknallt. Ich hoffe, sie folgen uns nicht immer noch. Immerhin sind wir jetzt im Krishna-Gebiet. Und da wir die Russen nach den Krishnas umgefahren haben, haben wir mit denen jetzt auch wieder einen ausgeglichenen Ruf. Das ist ganz gut. Die werfen also nicht mehr mit Molotow-Cocktails nach mir. So. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt dann noch eine Zaibatsu-Mission in der gelben Kategorie übrig und 2 in der roten. Und die roten, da kann ich euch so viel schon sagen, die sind ultra scheiße. Ultra scheiße. Wir müssen jetzt erstmal speichern, by the way. Okay. Das hat nicht geklappt. Ich wollte den Bulli eigentlich rausziehen. Ich wollte mich rächen an ihm. Das hat in diesem Fall jetzt nicht geklappt. Nein, von denen will ich keinen. Oh, nehmen wir doch den hier. Den Jefferson. Ups. Aber Jefferson macht doch nicht so ein langes Gesicht. So. Senora. Da haben wir das. Baiano. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wo der Speicherpunkt war. Ich glaube, der war hier oben. Tedium. Ja, der war hier. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall einfach nach jeder Mission speichern. Es nützt ja nichts. Und wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt schon fast die Hälfte der von uns verlangten 5 Millionen Dollar zusammen. Sehr gut. Der Multiplikator ist auch auf 10. Das ist extrem hoch. So, die Frage ist, machen wir jetzt nochmal eine gelbe Mission oder probieren wir uns an einer roten? Ich würde mal sagen, wir probieren uns an einer roten. Es kann nämlich durchaus sein, dass die einfacher sind als die gelben. Das kennen wir ja auch schon. Wobei in diesem Fall sind die roten Missionen der Zaibatsu, glaube ich, recht schwer. Wenn ich mich nicht täusche, hat das was mit Panzern zu tun. Und mit Panzern will ich mich eigentlich ungern anlegen. So, einen Bullen darf man umlegen, das ist ganz gut. Wir sind immer noch auf einem Stern. Beziehungsweise einem Kopf. So, was haben wir jetzt hier? Ist das Telefon hier? Och, die haben mal einen Raketenwerfer liegen lassen. Wie kann denn das sein? Die haben Raketenwerfer? Ein Panzer bitte, Bob. Gecko, ich bin's, Uno Carp. Die staatlichen Sicherheitsdienste haben vergessen, wer hier das Sagen hat. Bring mir einen SWAT-Wagen. Oh nein. Nein, nicht die Mission. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich und ich hasse die Mission. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen Ärger machen jetzt. Gut. So, jetzt kommt SWAT. Jetzt kommt das SWAT-Team. Irgendwo. Keine Ahnung. Hier vorne vielleicht. Wir brauchen halt einen SWAT-Wagen.
Da ist nichts, da ist nur Krankenwagen. Kein Spot. Nee, das ist kein Spot. Auto. Hier. Nur normale Polizisten. Ich will SWAT. Wo ist denn SWAT? Nein. Derbedep. So. Jetzt kommt Special Forces. Liefer den SWAT-Wagen an meiner Garage ab. Okay. Na gut. Was ist das überhaupt für eine Straßensperre? Die ist ja völlig schwachsinnig. Ah. So, das ist übrigens das erste Mal, dass wir bald 6 Kopfköpfe kriegen werden. Aber erstmal müssen wir diesen verdammten SWAT-Wagen abliefern. Gut. Wo ist seine Garage? Wo ist sie? Ihr habt übrigens gesehen, wie mächtig... So, jetzt sollen wir den abliefern. Perfekt. Und jetzt sollen wir... Ah, kommt er? Du bist der einzige von meinen Leuten, den ich zutraue, einen Panzer zu stehlen. Worauf wartest du? Ja. Leute, wir sollen einen Panzer stehlen. Das ist kein Scherz. Einen Panzer. So, wir sind jetzt bei 5 Köpfen und wir sollen einen Panzer stehlen. Ah, guck mal. Wenn wir hier drüben gucken, dann sehen wir sogar den SWAT-Wagen und das Special Agent Auto. So, und jetzt haben wir die Armee am Arsch. Ja, das war klar. Dass das nicht klappen würde, war klar. Ich bin aber auch aus irgendeinem Grund ein bisschen weggeglitscht. Beziehungsweise hing an der Tür fest. Ja. Was soll man zu der Mission sagen, außer dass die super schwer ist? Ja, jetzt hat mich gerade die Bullerei angekarrt und die bleiben noch nicht mal stehen, diese Wichsbolzen. Die haben überhaupt keinen Anstand mehr. Alle aus Schwachsinnstown und alle Nachbarn. So. Wie komme ich eigentlich an den Panzer ran? Wie komme ich an den Panzer ran? Wie kommt man an den Panzer ran? Vielleicht könnte dieser Panzer mir nämlich die Mission erleichtern, wenn ich den hätte. So, bring mir einen Panzer, Bob. Warum nennst du mich überhaupt Bob? Ich heiße Claude. Das ist ganz weit von Bob weg. Genauso wie dein Hirn weit weg ist von intelligent. Und dein Name von sinnvoll. Und dein Gesicht von... kein Gesichtsschnitzel. Wie sie ausrasten, nur weil ich hier ein bisschen rumschieße. So, wo ist SWAT-Team? SWAT-Team Agro. Da nicht, oder? Nee. Hier? Das ist nur ein normales Bullenauto. Lahm. Ich hoffe, es ist okay, wenn das Auto brennt, was ich dir bringen soll.
So. Es ist doch auch eine Scheißmission, Mann. Wie soll man das denn überleben? Ich meine, wir haben ja nicht 20.000 Leben. Wir haben nur eine Leiste mit Leben und eine Leiste mit Rüstung. Wie zur Hölle soll man das machen? Ich will mal was anderes versuchen. Also. Nachdem wir den Panzer haben, hört das ja auch auf. Wir werden jetzt, bevor wir irgendwie Aggro ziehen, werden wir unsere Verteidigungslinie bilden. Ach komm, keine Sau weint um den, der ist doch eh scheiße. Wollte der sich gerade mit den Zaibatsu anlegen? Ist auch ein bisschen lebensmüde, der Typ, ne? Na komm, den nehmen wir auch, der ist gut dafür. Wie kann das sein, dass er den Big Buck nicht weg... Wie kann es sein, dass sie sich alle nicht gegenseitig wegfahren können? So, wer immer hier durch will, muss eigentlich rüberspringen. Am Ende zumindest. Wir werden die gleich alle noch in die Luft sprengen. Aber erstmal müssen wir jetzt hier auch noch einen Verteidigungsring machen. Das Einzige, wo wir halt aufpassen müssen, ist... Also wir müssen hier noch irgendwie durchkommen. Das ist ganz wichtig. So, und jetzt machen wir Folgendes. Buff. Gut. Okay, wo geht der hin? Will der nicht mich schnappen? So, jetzt müsste das SWAT-Team schon kommen, hoffentlich. Oh Gott! Wie können die mich denn mit einem einzigen Schlag ausnocken? Ist doch einfach nicht witzig. Gut, das war weniger erfolgreich als das, was ich vorher gemacht habe, ohne jegliche Vorbereitung. Du hast gar keinen Fall 28 oder sonst was. Wie kommt man an den Panzer? Man kommt hier nirgendwo rein. Zumindest sehe ich nicht, wie man hier reinkommen soll.
Wie kommt man hier rein? Ernsthaft? Ist hier irgendwo eine Rampe? Das ist die einzige Möglichkeit. Irgendwo hier eine Rampe. Von der aus man quasi hier rüberfliegen kann. Aber auch hier sehe ich nichts. Nerv mich mal eben nicht, bitte. Wow, das hat's ja jetzt echt gebracht. Aber in Schwarz sieht er ganz geil aus, muss ich sagen. Der Shark. Nicht schlecht. Hat was. Weg. Wie sie Unbeteiligte mit reinziehen. Die haben überhaupt keinen Anstand mehr. Saubande, korrupt. Das ist die schlimmste Bande im Spiel, die Polizei. So. Bring it on, bitch. Bring it on. Sind sie weg? Nee, nicht ganz. Need of assistance? Need of ass. Die haben richtig Bock. So, wo ist SWAT-Team? Da. So, jetzt kommen. So, wollen sie die Special Forces haben? Wir haben immerhin jetzt schon mal unseren SWAT-Wagen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Wie soll ich die Mission spielen? Wie? Sagt es mir. Sagt es mir einfach. Bitte. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich daran interessiert zu lernen. Wie soll ich sie spielen? Denn es entzieht sich einfach meinem Verständnis, wie man das machen soll. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie das gehen soll. Nicht die geringste. Und ich weiß auch immer noch nicht, wie man diesen scheiß Panzer kriegt. Es wäre schön, ihn zu haben, denn der würde mir das Spiel erleichtern. Ich frage mich, ob man den benutzen könnte, um quasi sich die Mission etwas zu ersparen. Oh, den hätte ich schon klein schießen können. Wobei, da kann ich auch irgendwelche Unbeteiligten töten, wie zum Beispiel. Ich bin Elektro! Mega Wolf! Nice. Die Waffe ist schon ganz cool, ne? Ich mag den Flammenwerfer auch gerne, aber der fetzt auch. Da kommt der nächste. Boah, die schießen auf die Polizei. Sie wollen ihren Bro verteidigen. Wer hätte das gedacht? Dass mal diese Freundschaft aus uns erwachsen würde. Ich hab keine Zeit dafür. Keine Zeit. Oh, da kommen sie.
Ich sehe gerade, dass das Problem ist, dass wir aber auch gar keine Rüstung haben. Warum habe ich keine Rüstung? Mann! Das ist doch, ey. Was war das noch für eine Mission hier? Wenn du bei dem Geschäft mitspielst, musst du dich mit Ziggy Paul treffen. Ach, immer noch der Scheiß. Immer noch der Scheiß im Russengebiet. Die Mission ist doch auch nicht besser. Was ist aus diesem Spiel geworden? Und das ist das Absurde. Der erste Distrikt hat am meisten Spaß gemacht. Weil da die Prämisse des Spiels noch nicht untergraben wurde von der Schwachsinnsmissionsführung der späteren beiden Distrikte. Das Spiel ist einfach nur da, um wilden Sandbox-Spaß zu haben. In dieser Stadt rumzufahren, sich wie ein Arschloch aufzuhalten. Ich meine, es gibt eine Taste fürs Furzen. Das sagt eigentlich schon alles. Das funktioniert aber nicht, wenn die Missionen derart beknackt sind, wie sie aktuell sind. Weil im Grunde muss ich mich überall perfekt drauf vorbereiten, den Ruf der drei Fraktionen jeweils pro Mission immer perfekt anpassen, damit es überhaupt irgendwie schaffbar ist. Ich meine, seriously, welche Strategie soll ich denn fahren? Welche? Wie soll das gehen? Besorg dir einen Kowski-Wagen. Ja. Ja, mach ich. Besorg mir einen Kowski-Wagen. Ja, und ich habe nur noch ein Herz. Ich habe ein Herz. Ich fahre jetzt also wieder zurück ins Krishna-Gebiet und lade mein Leben auf, weil ich sonst keine Chance habe. Ich habe noch nicht mal mit einem Ding in dieser Mission angefangen und bin schon halb tot. Nee, gar nicht wahr. Ich bin mehr als halb tot. Ja, auf einem Punto-Fahrer sind die nicht sauer. Die denken sich, ja, der Kerl ist sowieso schon arm dran genug. Muss mit dieser Dreckskarre durch die Gegend fahren, da können wir ihn nicht auch noch einbuchten. Nee, nee, das geht nicht. Das lassen wir heute. Bob, lass mal zurückfahren. Lass mal zurück zur Wache. Lass mal Jim auf den Sack gehen, ja. Er hat heute Nachtschicht. ...24 Minuten rum und man hat schon wieder nichts geschafft. Nichts. Keine Mission, kein gar nichts. Immerhin macht es Spaß, für ein bisschen Zerstörung zu sorgen. Also hier die ganzen Bullenkarren und so wegzuschießen. Das ist schon witzig. Und die Electrogun ist auch lustig. Aber ich weiß nicht, welcher Honk diese Mission designt hat. Also die GTA-Serie ist natürlich auch nicht beliebt oder so berühmt wegen GTA 2. GTA 2 ist wahrscheinlich, also ich glaube von der Wertung her, der schlechteste GTA-Teil. Zusammen mit dem ersten. Richtig los ging es dann ja erst ab GTA 3, ab der 3D-Dimension sozusagen. Der dritten Dimension.
Nein, vorher war GTA einfach nur witzig, also wie hier jetzt. Aber nicht bekannt dafür, dass es gute Spiele sind. Und ganz ehrlich, kann ich verstehen. Wobei das auch schon wieder zu hart ist. Das hier ist ein gutes Spiel, ohne Zweifel. Aber mehr ist es halt auch nicht. Sehr gut sind dann die anderen GTA-Teile. So, jetzt haben wir immer schon mal, immerhin schon mal den Kowski-Wagen. Jetzt müssen wir mal eben aufpassen, dass wir hier... Also hier ist tatsächlich gerade keiner, der uns stören könnte. Danke, tschüss. Ich glaube, einer ist noch drin. Ich glaube, da war noch einer drin. So, jetzt müssen wir den anderen Typen finden. Der war hier so... So weit waren wir in der Mission auch, glaube ich, schon mal. Um Gottes Willen, warum bin ich denn jetzt in der Polizeistation? Wie wahnsinnig kann man denn sein? Oh, das war doof. Ah, der war hier auf der Bahnstation, ne? Ja. Ja, muss Gecko sein. Willst du etwas mitziehen? Nein? Nun, dann bringst du dieses Bargeld wohl besser zu. Weiter so, Gecko. Beim nächsten Dealer handelt es sich um einen hochrangigen Kowski. Er könnte dir einige Probleme bereiten. Die bereiten mir alle Probleme. Es ist egal, was für einen Namen die haben oder sonst was sind. Jeder von denen ist ein Arschloch. Jeder. Ohne Ausnahme. Diese ganze Stadt ist einfach nur infiziert mit Schwachsinn. Hochrangigem Schwachsinn. Ich glaube, zum nächsten Treffen fahre ich wirklich mit einem Panzer. Anders. Ja. Warum ist der im Krishna-Gebiet? Warum ist hier... Warte. Das ist der Typ da oben, oder? Shotgun! Ja. Ey. Bitte keine Zauber zu funken. Ah! Ich habe kein Leben mehr. Töte den und seine lächerliche Minigang. Ja, würde ich gerne, aber ich kann nicht, weil ich tot bin bei dem leisesten Furz, der abgedrückt wird. Kommen die denn? Da ist er. Kommen da noch mehr von denen? Die kommen, glaube ich, ne? Die bewegen sich irgendwo hin, aber ich glaube nicht auf mich zu. Der Pfeil danced so ein bisschen. Da ist die Bullerei, da müssen wir natürlich auch... Okay, wo sind die denn? Okay, ich weiß, wir sollen die seine Bande jetzt da töten, aber das werden wir erstmal nicht machen. Wir werden vorher auf jeden Fall Leben besorgen müssen. Leben und Rüstung. Wenn wir das nicht tun, sind wir einfach tot. Demnächst. Und da ich keine Lust darauf hätte, diese Mission nochmal wieder zu machen, von Anfang an, ich glaube nämlich, das war eine recht lange Mission, muss ich jetzt auf Nummer sicher gehen. Aber wie hinterhältig war das auch schon wieder? Die fangen direkt an zu ballern, wie die Verrückten, die sie sind. Ich war ja schon kurz davor zu sterben und ich hatte Rüstung. Soweit ich weiß, hatten wir Rüstung, oder?
Ja, jetzt stellt euch das mal vor. Das wäre einfach wieder kolossal nach hinten losgegangen. Jetzt fahrt doch mal. Lauft mir noch nicht alle vors Auto. So, wo ist seine Bande? Wo sind die? Da oben? Warum laufen die? Wie zur Hölle kommen die denn da oben hin? Okay, und der haut ab hier. Ja, ganz toll. Jetzt haben wir zwei von denen. Okay, der nächste Dealer ist unberechenbar. Bleib also cool, Gecko. Ja, bleib cool ist schwierig, wenn ich von Polizisten und von Russen verfolgt werde. Und von russischen Polizisten und von Undercover-Leuten bei den Russen. Mann, es ist doch einfach nur noch bescheuert. Ja, bitte. Gib mir das Auto. So, weiter geht's. Noch ein Dealer. Warum auch nicht? So, der ist irgendwo hier oben. Warum eigentlich heißt jetzt die Mission nochmal Rache? Wurde das schon erklärt? Nee, oder? Hi. Hör zu, Mann, ich werde überwacht. Ich kann nicht sprechen. Mein stummer Hiwi wird dir die Steinchen geben. 5. Okay. Also ich soll ihm jetzt folgen, oder wie? La, la, la. La, la, la. Guck mal, wir sind wie Ezio und Altair. Wir können uns durch die Menge schmuggeln hier. Ja. Ein erfolgreicher Job, Gecko. Der Kowski-Abschaum geht mir auf den Zeiger, aber du hast die Sache wie ein Profi erledigt. Du hast das Geld. Geh jetzt zur Kläranlage und klaue einen Kowski-Truck. Warum? Der Kowski-Truck hat geschmuggelte Brennstäbe geladen, die wir gebrauchen können. Stiehl den Truck und verpasse den Russen eine Lektion. Ist das eine Best-of-Mission oder was ist das? Ist das so, weiß ich nicht, die ultimative Chart-Show, die ultimative Schwachsinns-Show? Die dümmsten Missionen, alle zusammengeklatscht in eine? Wie so ein großer Ekelburger? Nein. Lass mich raten, ich soll hier gar nicht sein. Nee, soll ich auch nicht. Wartet, wir warten jetzt erstmal. Das war so klar. Wir müssen jetzt erstmal warten, bis der Bullenkopf weg ist. Vorher mache ich hier gar nichts. Natürlich ist da versperrt. Das haben sie eben gerade hingebaut, um mich zu ärgern. Wie komme ich hier raus?
Oh, guck mal, da ist die Polizei wieder. Wie schön. Nein. Ich bin einer von euch. Ich bin doch schon hier. Ihr könnt mich haben, wenn ihr wollt. Da läuft einfach ein Russe mit einem Maschinengewehr in die Polizeistation rein. Wo sind wir denn hier überhaupt? Was ist das für ein Bezirk? Was ist das für ein Bezirk? Das ist... Nein. Oh, da ist die... Aha, da ist die Kläranlage. Ich will hier rein. Die Vordertür ist gesichert, finde einen Weg zum Hinterhof, zerstöre die alten sowjetischen Generatoren. Okay. Wie denn? Habt sie doch nicht mehr alle. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Ja. Und jetzt sagt mir nicht, ich soll jetzt noch Bock haben, die Mission nochmal wieder von vorne zu machen. Wo die schon so lang war. Nee, mach ich nicht. Ganz ehrlich. Bestreik ich. Die Mission machen wir dann nicht. Das ist mir wirklich, wirklich zu blöd. Wie soll ich mich denn gegen die ganzen Leute wehren? Wie? Kann ich nicht. Viel zu viele Leute, die da auf einen rumschießen. Und ich habe ja keine Medikits oder sowas dabei. Gibt es ja in diesem Spiel nicht. Ja, die können gerne mit mir in den Vedic-Tempel kommen. Das ist, für mich kein Problem. Ich wollte mir den Flammenwerfer holen. Weil der Flammenwerfer eine gute Waffe ist.